Willkommen zurück zu Calvino Noir. Ich stehe jetzt nicht mehr hier vorne, sondern hier. Dummerweise habe ich ganz kurz rausgetappt, um Musik leiser zu machen. Und dann hat er einen Cut gemacht. Ich habe das aber eben erst gemerkt, nach 8 Minuten. Deswegen bin ich wieder hier. Ihr habt aber nichts verpasst. Ich bin jetzt hierher gelaufen mit Arno und Wild. Es gibt keine großartigen Informationen, außer dass das, was sie hier in den Fässern transportieren, wohl nicht Schnaps ist, sondern etwas Extremeres, denn es frisst sich durch die Fässer durch und verbreitet sich in dem Ausguss. Wir müssen hier hinten ermitteln, deswegen gehen wir hier unten rein. Da läuft ein Guard rum, der mich jetzt zweimal gekillt hat. Leider konnte ich das jetzt nicht sehen, aber ansonsten habe ich keinen Fortschritt gemacht. Ich weiß, wem diese Fässer hier gehören. Das können wir ganz kurz nochmal investigativ herausfinden. Sie gehören der Rendane Corp. So. Jetzt versuchen wir hier ein bisschen vorwärts zu kommen. Dieser Guard hat mich jetzt schon zweimal gekillt. Total nerviger Typ. Aber ich schaffe das jetzt. Ansonsten gab es keine Fortschritte. Ich war kurz hier oben mal reinschauen. Aber dann bin ich doch unten lang gegangen, weil hier eben das Ermitteln eher nach unten zeigt als nach oben. So, jetzt geht er da lang. Und wir werden uns jetzt hier einen Schritt nach vorne bewegen. Hoffentlich sieht er den jetzt nicht, weil er nach unten geht. Normalerweise sollte er es nämlich tun. Genau das. Wir gehen jetzt zeitgleich hier hinter, verstecken uns hier hinter diesem Teil, um ihn dann K.O. zu schlagen. Wenn er jetzt kommt. Ich habe es eben schon mal versucht. Da ist Wild einfach an ihm vorbeigelaufen, wurde natürlich in den Rücken erschossen. Wir machen es doch nicht so. Wir holen jetzt den Arno. Arno, unser Maschinenfreund. So, den lassen wir jetzt dahin gehen. Switchen dann allerdings auch relativ zeitnah wieder auf unserem Wild, dass wir ihn nämlich hier K.O. schlagen können. Genau so. So, und jetzt kannst du nämlich hergerannt kommen, Arno. Aber zunächst einmal schauen wir noch, was hier unten Schönes ist. Ob hier noch irgendwelche Informationen zu sammeln sind. Hier war ich nämlich noch nicht. Haben wir hier was? Nö, sieht nicht so aus. Perfekt. Natürlich wird das jetzt sehr viel professioneller, weil ich es auf Anhieb geschafft habe. Aber ich sage euch, ich bin davor schon gestorben. Brauchst nicht langsam machen, geh schneller. Was steht denn hier Schönes? It looks like the barrels are being emptied into these large tanks and pumped upstairs. Let's follow the pipeline. Der Inhalt dieser Fässer wird wohl in die Tanks geleert und dann nach oben gepumpt. Folgen wir den Rohren. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Renn nicht mehr. Zu stürmisch sein ist gefährlich. Schauen wir mal. Hier ist zwar das Ermittler, aber mal gucken, was hier noch an der Tür ist. Hier geht es nämlich auch nach oben. Aber ich will hier mal gucken, was hier rechts noch ist, oder? Es scheint hier zumindest keine Wache rumzulaufen. Ich sehe kein Licht. In irgendeiner Art und Weise. Und deswegen laufen wir hier mal hoch. Machen aber selbst mal Licht an. Wir hier irgendwas Schönes sehen. Sieht nicht so aus. Gar nichts. Sackgasse. Hier rüber dürftest du. Ah doch, da ist ein Weg. Ist hier was? Eine Tür. Okay, das ist die andere Möglichkeit, hier hochzukommen, wie es scheint. Destillerie hier. Wir warten jetzt mal hier und holen jetzt mal unseren Arno-Freund. Jung, lauf da hoch. Also habe ich hier jetzt nichts verpasst an der Ecke. Komm, geh hoch. Du machst den kürzeren Weg, weil du kannst mit Maschinen umgehen. Hallo Wild. Hallo. Okay, hier geht's nach unten. Und dann noch weiter nach oben. Die Frage ist, will ich hier nach oben gehen oder nicht? Wir werden jetzt mit Wild hier nach oben gehen, weil er kann im Notfall die Wachen überwältigen, wie hier oben schon steht. Jetzt wollen wir hier mal schauen, was da so vor sich geht. Hallo? Ah, hier ist verschlossen.
Da oben ist eine Wache. Mal gucken, ob ich dich kriege. Ich glaube, das wird schief gehen. Er steht sehr lange mit dem Rücken zu dem. Auf der Seite. Mal gucken, was auf der Seite auch ist. Interessant, dass es ihm nicht auffällt, dass hier die Luke offen ist, ja. Mein doch, Blatt. Geht doch. Einer hat wohl hier was erahnt. Ich meine, er kommt jetzt. Sieht man schon. So. Theoretisch dürfte er uns nicht direkt bemerken. Weil die Tür noch da aufgeht. Wie es ihm wohl nicht auffällt. Du, Junge, da liegt ein Kumpane von dir. Cool. Das ging jetzt easy. Zwei Leute ausgeschaltet. Nicht stolz darauf sein, ja. Das ist ganz wichtig. Also wir müssen hier so ein gewisses Maß an... Ja. So, ich würde sagen, wir schauen mal hier lang, oder? Erstmal ein bisschen investigativ unterwegs sein mit unserem Wild. Da ist noch ein Guard, okay. Aber der scheint nur in die Richtung zu gucken, also kommen wir da sowieso nicht näher. Nee, hier machen wir jetzt erstmal gar keinen großen Stress. Wir laufen jetzt hier nach links, wo es ums Ermitteln geht. Wir sind sowieso schon eine Etage zu hoch. Oder zwei sogar. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach unten zu unserem Arno und gehen dann hier rein. Das müsste die Etage sein, auf der Arno schon wartet. Hauptsache, wir haben hier schon mal zwei Leute ausgeschaltet. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen einfacheren Weg nachher. Und jetzt geht's hier hin. Leider war das kein Kontrollpunkt. Okay, wir beobachten ganz kurz den Weg von ihm. Wenn er nur da oben hin und her geht, können wir hier unten langlaufen. Ich gehe allerdings davon aus, dass hier auch irgendwo noch ein Guard sein wird, oder? Nö. Ist nur er? Dann sollte das kein Problem geben. Er scheint ja auch nicht durchgucken zu können. Also ist das dann relativ beruhigend. Switchen wir mal zu unserem Arno, der jetzt auch hierher kommt. Weil wir müssen eh mal beide da sein zum Ermitteln. Geht ja nicht nur einer. Hallo. Du nimmst die Seite. Jetzt müssen wir den Wild wieder nehmen, weil wir mit ihm die Wache überwältigen können. Jetzt wird es heißen, wir müssen beide da sein, oder? Ja. Aber das scheint kein Problem zu sein, da er hier oben nichts checkt. Nehmen wir ihn mit. Untersuchen diesen Punkt gerade. Da ist noch was. Interessant. Interessant. Zwei kulometrische Titri-Geräte und ein Doppelkolbenkondensator. Sieht alles maßgefertigt aus. So, was kannst du jetzt hier... Wild, I need to see their equipment up close. Can you distract them? Wild, ich muss mir die Geräte aus der Nähe ansehen. Kannst du sie ablenken, damit ich näher rankomme? Ja. Sure, no problem. Klar, kein Problem. Mache ich immer. Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. So, diesen Typen hier müssen wir jetzt ausschalten. Deswegen nehmen wir Wild, den haben wir auch schon. Wir gehen bis hierhin erstmal. Schön, wie leise er die Treppen hochgeht, nicht wahr? Ich muss kurz mal abchecken, wie lange er denn steht. Mit dem Rücken zu mir, weil ich müsste ja dann hier eilen und ganz schnell reagieren. Deswegen schauen wir mal. Also er hat hier sehr lang den Rücken zugewandt. Er guckt eher nach hier, was logisch ist. Warum sollte er hier an die Wand gucken? Allerdings ist hier oben der Durchgang. Vielleicht kann ich mit Wild von hier oben hier runterkommen, ihn dann von hinten überraschen. Das werde ich jetzt auch machen.
weil er schaut mir zu kurz in die Richtung. Das schaffe ich nicht. Von hier hingerannt und ihn zu töten. Oder zu überwältigen. Klingt besser als zu töten. Vielleicht ist er auch nur bewusstlos. Deswegen versuchen wir es jetzt von hier oben hier runter zu kommen in der Zeit, wo er nämlich nach da guckt. Ich denke, dass das die bessere Möglichkeit ist. Weil hier war eine Tür. Oder irre ich mich? Ich meine, hier wäre eine gewesen. Doch nicht, hier ist keine. Hier ist nur eine verschlossene gewesen, aber wir haben doch einen Schlüssel. Okay, das ist der falsche Schlüssel. Ich könnte natürlich hier unten auch hin und her rennen, um ihn hier runter zu locken. Ich verstecke mich hier hinten dran und überrasche ihn dann. Das könnte klappen. Versuchen wir es so. Dazu nehmen wir ihn, verstecken ihn hier. Wir müssen ihn hier auf der Seite verstecken. Ganz kurz, du wartest, gell? Du übertreibst nicht. So, du versteckst dich hier. Na, nicht du. Du machst jetzt Licht an und rennst hier mal lang. Damit der Typ auf dich aufmerksam wird. Der wird nicht auf mich aufmerksam, der Sack. Der ignoriert mich. Versteck dich doch hier. Alles klar, er geht bis hierhin. Ich wollte ihn jetzt hier hinterm Arno verstecken. Dann gehst du nämlich da. Arno? Du gehst hier hin und gleichzeitig geh Wild hier hin. Arno versteckst dich hier hin, damit wir mit dem Wild im Notfall hier hingehen können. Hin und her. So, jetzt haben wir ihn. Du rennst, dann renn mal hier. Der sieht ihn. Ich wusste, dass er ihn sieht. Jetzt kommt er runter. Naja. Nochmal versuchen. Wir haben ja hier den Checkpoint gehabt, von daher ist alles okay. So, wir nehmen Arno und verstecken uns hier hinten. Du versteckst dich hier. Jetzt schaut er aber sehr lange nach rechts. Bleib mal stehen. Wenn du jetzt länger nach rechts guckst, wäre es einfacher. Aber eben hat er es nicht so lang gemacht. Jetzt macht das wieder kürzer. Ich muss ihn hier runterlocken. Schauen, ob ich hier nach links irgendwas machen kann. Hier drüben vielleicht erstmal jemanden ausschalten. Vielleicht komme ich dann hier hoch oder so. Da kann ich einen Alarm klingeln lassen, wie es scheint. Hallo. Und tschüss. Alles klar. Der guckt relativ lang nach links. Das heißt, wir gehen hier rein, verstecken uns hier. Machen ihn kaputt. Dann holen wir uns, verstecken uns hier hinten dran. Dann lassen wir es klingeln. Der Typ kommt runter. Wir machen ihn fertig. Wie wär's damit? Ich denke, das klappt. Wir werden dann aber den Arno hier hinschicken, damit wir ihn hier abfangen können. Ich denke, das ist besser. So, und jetzt warten wir ganz kurz, bis du kommst, und dann machen wir dich fertig. Dreh dich rum, komm. Hallo. Naja, er will nicht. Jetzt. Danke. Jetzt werden wir uns hier hinter verstecken und das hier auslösen. Jetzt müsste der doch kommen. Genau.
Der wird auf jeden Fall hier lang gehen und jetzt nicht hier nach rechts gehen. Weil warum sollte er nach rechts gehen, wenn hier der Alarm ist? Interessant auch, dass der es anscheinend nicht bemerkt, sondern nur er. Er wird ihn jetzt ausmachen. Und wir werden ihn platt machen. So, jetzt verstecken wir uns wieder auf der Seite, weil der kommt mir doch bedrohlich nah, oder? Vielleicht auch nicht. So, jetzt rennen wir hier hoch, weil hier jetzt keine Wachen mehr sind. Und dann haben wir hier im Prinzip auch einen perfekten Punkt, um den Cut zu machen, wenn hier gleich wieder ein Speicherpunkt ist. So, alles cool, willst du jetzt ermitteln? Hast du Spaß an einer kleinen Laborbesichtigung? I think it's a large-scale contact process. Iron pyrite goes in the furnace over there. Then they take the sulfur dioxide fumes, precipitate and oxidize them. Ich denke, es ist ein groß angelegtes Kontaktverfahren. Eisenpyrit kommt in den Schmelzofen da drüben. Dann sorgen sie dafür, dass sich die Schwefeldioxidgase niederschlagen und oxidieren sie. Makes perfect sense. Say nothing further. Ja, das liegt auf der Hand. Muss auch keineswegs weiter erklärt werden. I doubt that. Anyway, I'm not quite sure what it means. Can you see the big pipe running up the left side wall? Let's follow it. Das bezweifle ich. Ich bin mir jedenfalls noch nicht ganz sicher, was das alles bedeutet. Siehst du das große Rohr, das an der linken Wand nach oben führt? Folgen wir ihm. Okay, wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Ich denke, das ist okay. Wir haben unsere Viertelstunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid nächste Woche dabei, wenn es weitergeht mit Calvino Noir. Bis dahin noch einen schönen Tag und ciao.